herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute mit einem Special Guest. Stell dich vor. Der Lisa von Meine Version und dem Hugo. Heute werden wir ein Video wieder drehen, was ich schon mal probiert habe. Und zwar das Slime-Video. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen, viele vielleicht gar nicht. Ich werde es auf jeden Fall unten in die Infobox verlinken und hier bei dem i da oben. Wer noch gucken mag, das Dilemma. Auf jeden Fall habe ich mir einen DIY-Expertin zur Hand genommen. Weil oh, merci. Die Lisa ist ja unsere DIY-Königin in Österreich. Und sie hat gesagt, sie hat jetzt ein Rezept für mich, das fix funktionieren wird. Und darauf bin ich jetzt mehr gespannt. Und das super Gute daran ist, dass kein Kleber vorkommt. Also ich bin nicht wirklich ein Fan davon, Slime mit Kleber zu machen. Vor allem mit Kindern und so. Ja, und ich denke einfach, das wird mit Gesichtsmasken gemacht. Das Rezept ist von Cute Life Hacks. Das ist ein super YouTube-Channel, wo ganz, ganz viele Rezepte online sind. Und es ist wirklich, wirklich einfach. Ich habe schon probiert, es wird super schöner, durchsichtiger Slime, wie man sich es vorstellt. Genau, mit Produkten, die man in der Drogerie kaufen kann. Das kann jeder von euch nachmachen. Und es kostet auch nicht so viel. Nein, es ist sogar günstiger als mit Kleber. Also auf geht's. Mit vollem Elan starten wir durch und den Hugo legen wir hin, weil der steht. Also hierfür brauchst du Gesichtsmasken, Wasser, das sollte so gut wie jeder zu Hause haben, eine Schüssel mit einem Löffel, Kontaktlinsenflüssigkeit und Natron. Wir beginnen mal damit, dass wir 6 von diesen Gesichtsmasken einfach in eine Schüssel legen. Das Rezept funktioniert deswegen so gut, weil in diesen Gesichtsmasken Polyvinyl Alkohol drin, also ein spezieller Alkohol drin ist. Mhm. Und der wird den Kleber auch enthalten, die nächste Packung. Und natürlich in einer Gesichtsmaske ist das ein bisschen... Das heißt, man kann eigentlich alle Peel-Off-Masken verwenden, oder? Genau, wenn solange sie diesen, da steht es, Polyvinyl Alkohol enthalten. Okay. Jetzt sind wir schon beim vorletzten. Also 6 Stück haben wir jetzt reingemacht, genau. Also ganze 6, oder? Das sind 2er-Packs, also 3. Aha, okay. Die sind echt günstig. Das stimmt, ja, diese Balea-Masken sind wirklich günstig. Sehr gut. Jetzt ist es natürlich richtig, richtig klebrig noch. Und deswegen werden wir das Ganze verdünnen. Und jetzt geben wir 12 Esslöffel Wasser dazu. Mhm. Das funktioniert sonst einfach nicht, das Rezept. Also jetzt brauchen wir 12 Esslöffel. Magst du das machen, soll ich das machen? Dann mache ich das, gut. Ich hoffe, du zeigst es nicht ganz genau, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gezählt habe. Egal. Ihr werdet es wissen, ob es jetzt 11 oder 12 waren. Gut, Uhren, du wirst eh sehen, das ist eine ganz komische Mischung, weil es einfach das Wasser dabei hat. Und die Peel-Off-Maske ist schon gut vermengt mit dem Wasser, ja. Ja, und jetzt kommt mein absoluter Lieblingspart. Jetzt geben wir immer abwechselnd einen Schuss von der Kontaktlinsenflüssigkeit und von dem Natron, aber nur so ein... kleine Brise immer drüber und das machen wir abwechselnd und rühren um. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele die perfekte Verhältnisse sind. Ich weiß schon. Ein bisschen dazu, ein bisschen davon. Ein bisschen Gefühl. Oh. Hoppala, ja. Okay. Und wenn man das macht, denkt man sich dazwischen immer, okay, wie soll das jetzt noch fest werden? Ja, ich weiß. Aber das braucht einfach seine Zeit und mit, wenn man immer wieder wiederholt und alles gut vermengt, wird das irgendwann einfach wie von Zauberhand fest. Ich bin echt fasziniert, dass das so leicht funktioniert. Ich bin noch skeptisch. Bist du skeptisch? Ja, vom letzten Mal, weil es auch immer wieder ein bisschen hart geworden ist und dann trotzdem wieder weich, nach langem Umrühren. Als würde das lange Umrühren ist kontraproduktiv sein. Ja. Genau, schau, dass du immer die Lara ist auch ganz gespannt. Und Lara? Ja, ist ganz, ganz gespannt. Funktioniert? Funktioniert? Ja. Eins? Jetzt werden wir ein bisschen Kitze dazu geben, oder? Was sagst du? Oh, schön. Hm? Wie viel Kitze geben wir dazu? Alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Schau, wie gut das ausschaut. Das geht überhaupt nicht herum. Schau, wie gut. Boah. Jetzt könnte man es eigentlich schon mit der Hand, aber der Slime passt so. Ich löse mich an. Das ist lustig. Yay, es hat geklappt. Das ist lustig. Magst du auch reingreifen, Lara? Ja, mach mal. So cool. Komm, es bleibt doch, die Konsistenz ist einfach so perfekt. Es bleibt einfach genau so, wie man sich's vorstellt. Du hast dich ja damit eingeschmiert, Michelle, als wenn es Creme gewesen. Das ist ja eine Gesichtsmaske, bitte. Ah ja, stimmt. Du kannst damit weißt du, spielen. Du kannst damit auch so jetzt alle Ritzen reinigen. Das ist so Tastaturen und so. Da, hier. Da. Es
Das ist wirklich so eine Flabberkonsistenz. Ja, mein Schatz. Ich liebe es. Einmal noch Kind sein, gell? Ja, voll. So richtig. Aber es ist unfassbar. Ja, wow. Aber gut. Ich kann alles. Schaut aus ein bisschen wie Rotz. Ja. Weil es gelb ist. Glitzernder Rotz, hey. Ey, Prinzessinnenrotz. Nee, Prinzessinnenrotz. Oder Feenrotz. Ja, wir haben es verstanden. Ja, Feenrotz. Oh. Ist schön, Lara. Alte. Müssen wir aufpassen. Damit die Hälfte, Lara. Genau, Schatz. Ah ja, wow. Es ist so ein Hammer. Schau mal, wow. Das ist ein Hammer, oder? Das beste Rezept überhaupt. Ja, echt. Das ist schön, Lara. Ja, und dann das. Ich glaube, die Lara hat so ein leichtes Ekel und so Spaß. Gemischt, ja. Ja, gell. Oh mein Gott! Wow, ich bin verschwommen. Dein Body. Das reißt dich. Es hat tatsächlich funktioniert. Guten! Ich finde es ein bisschen eklig. Ich muss nicht ganz ehrlich sein. Wir haben es auf unserem Channel geschafft, Slime zu machen. Danke, Lisa. Gerne, gerne. Wir haben auf jeden Fall auch für ihren Kanal ein Video gedreht. Schaut auf jeden Fall vorbei, das ist unten verlinkt. Lasst meine Lisa auch ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.